Meine Güte, ist das ein Sauwetter da draußen. Naja, kann man nichts machen. Dann können wir ja jetzt weiter Stadt, Land, Fluss spielen. Wer war eigentlich dran von euch beiden? Benedikt sagt an. Die Gag oder du? Aber ich glaube die Gag, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, Gottfried, das ist schon richtig. Die Gag war dran. Also Gag, du sagst Stopp, nachdem ich A gesagt habe. Okay. Oh, Stopp. Das L ist es. Was, das L? Naja gut, dann fange ich mal an. Also, das Land mit L ist Lummerland, die Stadt mit L ist Legoland, der Fluss ist der Lullabach, in den ich mal reingefallen bin. Pfui, bah, ist ja ekelhaft. Pfui, igittigittigitt. Ja, der Beruf ist Lieblingskinder-Rasse-Reparierer. Pfui, na, 0 Punkte. Na, Gag, das war ja wohl mal nichts. Was? 0 Punkte? Na, dann bin ich mal gespannt, ob du es besser kannst, Benedikt. Denn jetzt bist du dran. Also, du sagst A. Nee, Quatsch, ich sag A und du sagst Stopp. Stopp. So, das O ist es. Na, dann fang mal an. Na gut, also die Stadt mit O wäre jetzt Oberhausen, das Land mit O wären die Osterinseln. Moment. Die Osterinseln? Die gibt es doch gar nicht. Doch, doch, die gibt es wirklich. Also, hör zu, Benedikt. Ich habe nichts dagegen, wenn du die Antwort nicht weißt. Aber anlügen solltest du uns nicht. Hey, ich lüge euch nicht an, das ist die Wahrheit. Die Osterinseln gibt's wirklich. Es gibt sogar einen Kinoma-Film darüber, wo die Osterinseln drin vorkommen. Würde das als Beweis genügen? Naja, okay, wenn du uns den Film zeigen kannst. Natürlich. Ich habe rein zufällig, als ob ich es geahnt hätte, nämlich meinen Laptop mitgebracht. Und da kann ich euch jetzt gleich den Film mal zeigen. So, na dann mal Film ab. Und herzlich willkommen im Kedumer Marionettentheater. Auch heute haben wir mal wieder ein schönes Stück für euch vorbereitet. Im heutigen Stück geht es um Diebe, neue Freundschaften und um kühle Köpfe. Ja, also etwas zum Nachdenken. Sie spielt hauptsächlich auf den Osterinseln. Wie? Die Osterinseln kennt ihr nicht? Aber die gibt es wirklich. Ja. Und dort leben Osterhase Hoppel und Osterlamm Ottilie. Eigentlich ist alles in bester Ordnung, doch kurz vor dem Osterfest werden die Ostereier von einem merkwürdigen Dieb gestohlen, der die ganzen Ostereier wegzaubern kann. Wie die Geschichte ausgeht, das erfahrt ihr heute in der Geschichte Hoppel und der Eierdieb. Viel Spaß dabei.
herzlich willkommen in Herrn Matuscheks Spielzeugladen. Klar, ihr habt mich schon erkannt. Ich bin's, euer Luzi. Ja. Und nicht irgendein Spielzeugmacher. Das ist schon richtig. Aber der Herr Matuschek ist heute leider nicht da. Deswegen vertrete ich ihn und achte ein bisschen auf den Laden. Viel ist hier sowieso nie los. Es gibt hier zwar Spielzeugburgen und Stofftiere und Kreisel und Würfel und was weiß ich, was es sonst hier noch gibt. Aber es kommen immer weniger Kinder hierhin. Ja. Heutzutage interessieren sich Kinder halt mehr für die elektronischen Spielsachen. Sowas kann man natürlich hier in Herrn Matuscheks Spielzeugladen nicht kaufen. Doch wenn mal gerade nichts los ist, haben Herr Matuschek und ich eines gemeinsam. Wir denken uns nämlich liebend gern Geschichten aus. Darin kommen dann oft, ja, ihr könnt's ja fast erraten, Burgen und Stofftiere vor. Aber in den Geschichten sind sie keine Stofftiere, sondern lebendige Tiere. Zum Beispiel, Moment, ich schau mal. Ach ja, genau, da haben wir sie. Der Osterhase Hoppel und das Osterlamm Ottilie. Ja, mit den beiden, da macht so mancher Tag hier richtig Freude. Denn die Geschichten, die ich oder Meister Matuschek sich ausdenken, sind einfach toll. Dann erzählen wir sie oft entweder unseren Kindern oder uns gegenseitig. Hoppel und Ottilie leben nämlich unseren Geschichten nach weit entfernt auf der Osterinsel und kümmern sich jedes Jahr um die Ostereier. Ja, ein toller Beruf, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber auch ein schwieriger, doch, doch. Also ich würde nie mit Hoppel tauschen wollen. Die ganze Verantwortung, naja. Aber irgendwie werde ich so müde. Ja, ich glaube, ich sollte mich mal etwas hinlegen, da ja sowieso zurzeit nicht viel los ist, und etwas träumen. Vielleicht träume ich ja von Hoppels und Ottilies erster Geschichte, als ihnen mal die Eier gestohlen wurden. Ganz kurz vor dem Osterfest. Ja, alles war eine helle Aufregung. Ja, das war eine schöne Geschichte. Wenn ich die noch einmal träumen könnte. Naja, herausfinden werde ich es nur, wenn ich jetzt etwas schlafe.